Herzlich willkommen, mein Name ist Dennis Plate. Ich begrüße Sie zum BEG-Schulungsvideo Was unterscheidet Präsenzmelder von Bewegungsmeldern? Schauen wir uns zuerst einmal die unterschiedlichen Anwendungsbeispiele an. Bewegungsmelder sind Ihnen bekannt. Sie sorgen heutzutage für Sicherheit an und in jedem Haus. Bei Bewegungserkennung schalten Sie automatisch das Licht. Damit erhalten Sie das Sicherheitsgefühl zu sehen, wer sich einem Gebäude nähert. Vor allem kommen sie selbst auch im Dunkeln immer sicher zum Ziel, ohne zu stolpern. Bewegungsmelder können auch im Innenbereich eingesetzt werden, zum Beispiel in Fluren oder Räumen ohne Tageslicht. Die Bedienung eines Lichtschalters kann dann entfallen. Ein Bewegungsmelder schaltet das Licht immer dann ein, wenn eine Bewegung vom Melder erkannt wird und die Helligkeit unter dem eingestellten Einschaltwert liegt. Wenn keine Bewegung mehr wahrgenommen wird, schaltet er das Licht nach einer eingestellten Nachlaufzeit wieder aus. Die Bewegungserkennung ist dabei dauerhaft aktiv. Die Helligkeit wird aber nur gemessen, um einzuschalten, danach nicht mehr. Das heißt, solange Bewegungen erkannt werden, bleibt auch bei zunehmendem Tageslicht die Beleuchtung eingeschaltet. Des Weiteren gibt es bei BEG noch einen Unterschied, ob Bewegungsmelder für den Außen, oder Innenbereich eingesetzt werden. Außenmelder können grobe Bewegungen erkennen, Innenmelder hingegen auch kleine Bewegungen. Kommen wir nun zum Präsenzmelder, der nur für den Innenbereich gedacht ist. Die Bezeichnung Präsenzmelder ist den meisten nicht ganz so geläufig. Präsenzmelder kommen zum Beispiel dort zum Einsatz, wo sich Menschen für einen längeren Zeitraum in Räumen mit Tageslicht aufhalten, und man Energie einsparen möchte. Das können Klassenräume, Büros, Konferenzräume, Industriegebäude oder auch Krankenhäuser sein. Präsenzmelder sind immer darauf ausgerichtet, selbst die Drehung eines Kopfes oder das Bedienen einer Computermaus zu erkennen. Präsenzmelder bei BEG arbeiten immer tageslichtabhängig. Ein BEG-Präsenzmelder misst zusätzlich zu der Bewegung permanent die Helligkeit. In dieser dauerhaften Helligkeitsmessung besteht der wesentliche Unterschied zu Bewegungsmeldern. Nun ist der Präsenzmelder dafür konzipiert, Energie einzusparen. Ist ausreichend Tageslicht in einem Raum vorhanden, steuert der Melder automatisch die Beleuchtung. Das heißt, das Licht wird gedimmt oder ausgeschaltet, auch wenn sich noch Menschen im Raum aufhalten. Schauen wir uns aber einmal die Einsparpotenziale an. Alle Melder kommen dort zum Einsatz, wo Licht nur geschaltet wird, wenn es auch benötigt wird. Bei einem Bewegungsmelder, das sieht man hier sehr schön auf der Grafik, stellt die weiße Fläche das potenzielle Einsparvermögen durch die automatische Abschaltung dar. Mit einem Präsenzmelder, der permanent die Helligkeit misst, kann durch Berücksichtigung des natürlichen Tageslichts bereits viel mehr Energie eingespart werden. Der Präsenzmelder im Schaltbetrieb schaltet das Licht tageslichtabhängig ein oder aus. Wenn der Präsenzmelder im Regelbetrieb arbeitet, wie beispielsweise bei den Automationssystemen KNX oder Dali, kann er dimmen. Es wird gerade so viel künstliches Licht hinzugegeben, um einen gewünschten Luxwert zu erreichen. Damit wird dauerhaft eine einheitliche Beleuchtungsstärke erzielt. Wir sprechen hier von einer tageslichtabhängigen Regelung oder auch Konstantlichtregelung. Präsenzmelder im Regelbetrieb bieten dadurch das höchste Einsparpotenzial. Ich freue mich, dass ich Ihnen die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Bewegungsmelder und einem Präsenzmelder nach unserer Definition nahebringen durfte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.